Willkommen zu einer neuen Runde Skywars auf dem GomHD.net-Server auf der Map Village. Endlich mal wieder eine Oldschool-Map. Mir gehen wirklich diese ganzen neuen Maps so krass auf den Sack. Auf in den zweiten Aufnahmeversuch. Letzte Runde, kritisch. Letzte Runde war im Grunde genommen in einer Runde beschrieben, warum ich eigentlich fast kein Skywars mehr spiele. So, was ich letzte Runde schon gesagt habe, was ich diese Runde aber natürlich auch wieder sagen wollte, schreibt mal jetzt bitte in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich eine Runde gewinnen kann, diese Aufnahme, weil wenn ihr schon mal von mir Skywars gesehen habt, dann wisst ihr, wie erfolgreich ich da bin. Das würde mich wirklich interessieren. Und ganz zu Beginn der Aufnahme, abonniert mich sehr gerne, würde mich extrem freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gut fandet in dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann in dem Video. Folgt mir auch auf Twitch und macht da die Glocke an, um keine Livestreams zu verpassen. Genauso wie ihr mich hier auch auf YouTube natürlich abonnieren solltet und die Glocke aktivieren solltet. Auch das würde mich extremst supporten. Und wenn ihr mich extrem supporten wollt, dann würde ich mich extrem freuen, wenn ihr diesen Channel mit euren Freunden teilen würdet. Das würde mich so unglaublich krass supporten. An alle, die es machen. Geht Kuss raus. Kuss geht definitiv raus. Hier war ein Gegner. Oh, hier ist ein Fuldi. Ja, Bro. Hallo? Ja, Bro. Wie lost ist denn der Typ? Der hätte mich schon fünfmal haben können, ne? Jetzt mal ein Real Talk. Und der Typ hielt sich hinter. Digga, ist der Typ scheiße? Jetzt ernst gemeinte Frage. Ist der Typ scheiße? Komm, also wenn ich den Typen jetzt. Oh, Bro, Digga, wie viel Heal hat denn der Typ? Und der Typ ist trotzdem scheiße. Haha, Bro, also ich sterbe jetzt aber trotzdem. Holy fuck. Was war das für ein Fight? Und mein Minecraft ist gecrashed. Perfekt. So, Leute, Spiel läuft wieder. Nein. Ich würde einfach mal sagen, nach dem Fight gegen den Typen eben, das war eigentlich schon der Win. Ich sag's so, wie es ist. Wenn ihr jetzt auf Ja getippt habt, ob ich eine Runde gewinne, dieses Match oder nicht, oder also die Aufnahme so, ob ich eine Runde in dieser Aufnahme gewinne, das ist, wenn ihr Ja getippt habt, dann lasse ich das durchgehen. Also dieser Fight, also gut, man muss auch dazu sagen, dass der Typ auch echt rotzig gespielt hat, aber trotzdem. Ich höre gerade Musik. Ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer auf. Ich mache das manchmal, dass ich beim Aufnehmen meine Bluetooth-Kopfhörer trage und halt einfach Copyright-Musik höre. Ich möchte anmerken, dass ich tatsächlich schon Runden hatte, wo ich das gemacht habe und im Nachhinein festgestellt habe, dass irgendwo Desktop-Audio am Laufen war. Aber ich höre gerade Karnevalsmusik und ich weiß nicht, Karneval wird wahrscheinlich nur denen was sagen, die aus NRW kommen. What the fuck, Nick? Hallo? Den Typen haben wir ins Tageslicht befördert. Und jetzt ist eigentlich auch wieder Zeit abzuhauen. Was ist jetzt seine Mission hier? Aber auf jeden Fall, ich höre gerade Karnevalsmusik und Karnevalsmusik macht grundlegend immer super Stimmung. Muss man einfach so sagen. Wie bin ich da jetzt? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie ich da jetzt gestorben bin. What the fuck? By the way, für die, die nicht aus NRW kommen und nicht wissen, beziehungsweise die, die aus einer Region kommen, wo Karneval kein triftiger Grund ist, sich zu kostümieren und zu besaufen. Passen wir das mal so zusammen. Weil ich glaube, es wird auch nicht wirklich in ganz NRW richtig gefeiert. Also zumindest nicht so richtig krass. Ihr könnt euch das im Grunde genommen sehr ähnlich vorstellen wie, also so die Karnevalsmusik. Ihr sucht einfach mal Viva Colonia, dann wisst ihr, was Karnevalsmusik ist. Aber wenn ihr euch jetzt gerade nichts drunter vorstellen könnt, vielleicht könnt ihr euch was unter Après-Ski-Musik vorstellen. Das ist nicht ganz diese, also es ist super gemacht, Nick. Das ist so vom Vibe her, von der Energy her, es ist sehr ähnlich. Also falls ihr mal irgendwie Snowboard fahren wart oder Skifahren oder so gerne, schreibt, das würde mich gerade echt mal interessieren, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr so Skifahrer, Snowboardfahrer, irgendwie sowas, also ob ihr gerne Ski, Snowboard fahrt, was auch immer. Ich habe tatsächlich relativ viel heute, was ich euch sage, dass ihr in die Kommentare schreiben sollt. Aber das hat alles einen Grund. Wenn ich den Grund rausgefunden habe, teile ich ihn euch sehr gerne natürlich mit. Es gibt halt echt viele YouTuber, die sich irgendwie so vorher vor dem Video so voll viele Gedanken machen. So, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Ich habe, glaube ich, für ein einziges Video, was jemals ongekommen ist, ein Skript gemacht. Und das war mein Video, was vor, keine Ahnung, 2 Wochen oder sowas angekommen ist, wo ich gesagt habe halt, dass ich so, warum ich keine Videos gemacht habe und dass ich jetzt wieder Videos mache. Sonst habe ich, glaube ich, kein einziges Video hochgeladen, was wo irgendwie Skript drin war. Ich stelle mir auch immer so vor, wenn die Leute meine Videos mit Paul sehen, wenn Paul dann sagt, ja, lass 250.000 Likes da oder so,
denke ich mir auch immer, muss doch jeder denken, dass es gescriptet ist. Ach komm, du Hurensohn. Muss doch eigentlich jeder denken, dass es gescriptet ist. Aber Tatsache sagt Paul sowas von selbst. Och komm, was ist... So Leute, letzte Runde, mein Equip sieht das ähnlich. Wenn es mit dem Equip nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht, wie es funktionieren soll. Also würde ich mal einfach behaupten, wir warten, bis die Schutzzeit abgelaufen ist und gehen uns dann zu unseren Nachbarn, um den Typ mal Hallo zu sagen. Im Grunde genommen, by the way, ich habe in diesem Video so viel gesagt, was ich bitte in den Kommentaren von euch erfahren will. Wehe, ich habe jetzt keine Kommentare unter dem Video. Dann bin ich mad. Moin, Meister! Ja, ich hab ihn. Perfekt. Ich hab den Erfolg 10. Töte Gegner mit 10 Herzen, als ob ich noch nie... Warte mal. Ich habe 500 Kills allein auf dem Account in Skywars und ich habe noch niemanden getankt. Das könnt ihr mir doch nicht wirklich hier gerade erzählen wollen. I mean, ich habe früher relativ viel halt auf nicht meinen Accounts einfach gespielt. Also früher hat Tim mir einen seiner zweiten Accounts gegeben oder auch seinen Main-Account, weil damals hatte er halt auf seinem Main-Account auf ganz chillig Supreme. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, sogar noch Videos auf meinem Channel, wo ich auf Tims Account bin. Die Runde sieht spaßig aus, muss ich so zugeben. Bro. Komm, Bro. Schade. Sehr schade. Aber ich habe noch einen Kill gemacht. Leute, wie immer, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like, einem netten Kommentar. Abonniert mich, aktiviert die Glocke auch auf Twitch und folgt mir da. Und folgt mir auch auf Twitter und auf Instagram. Das ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich extremst freuen. Wenn ihr mich richtig krass supporten wollt, teilt den Stuff mit euren Freunden. Das würde mich extrem freuen, würde mich extrem supporten. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen gesagt, die mich wirklich interessieren würden. Also wäre es echt korrekt, wenn ihr die in die Kommentare schreiben würdet. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao.